So, ach guck mal, jetzt sind wir in dem Gebiet. Ach, Moment, da hinten in dem Gebiet gibt es anscheinend nur eine Kiste. Das sehe ich, dass da eine Kiste ist. Also, ich meine, da hinten in dem Gebiet geht es nicht weiter. Also kann da ja nur eine Kiste sein. Dann gehen wir da nämlich mal eben schnell hin und holen uns die Kiste und dann können wir zu dem schweren Monster gehen. Jawohl. Schon wieder. Schon wieder ein schweres Monster. Oh, hier gibt es auch ganz viele Katzdinger. Das ist mir ja sogar noch lieber hier als die Kiste. Einfach die Katzdinger alle einsammeln. Yeah! Das finde ich doch mal gut. So, Moment, hier liegt noch ein bisschen was. Hier ist noch was. Wow, es ist ein riesiges Vieh da drüben. Ach du meine Güte. So, jetzt interessiert mich ja mal, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe und dann wieder reingehe, sind die ganzen Katzdinger dann wieder da? Ja, mal ausprobieren. Nö. Das ist ja doof. So, habe ich das auch mal gesagt, dass das doof ist, ja? Schön. Na gut, sie sind nicht wieder da. Das ist doof. Ich meine, manchmal klappt das anscheinend. Dann sind die Katzdinger direkt wieder da, aber manchmal auch nicht. Merkwürdig. Naja. Egal. Dann gehen wir weiter. Ab zum Tempel. Ich hoffe, der Tempel ist da nicht so riesig. Also nicht so riesig wie dieser eine Tempel, den wir da mal hatten. So, und ich werde mir jetzt hier richtig krass. Ups. Irgendwas hat mich jetzt hier getroffen. Und ich weiß nicht, was es war. Jawohl. So, ich muss mir erstmal meine Dinger hier wieder zurückholen. Juhu! So, eigentlich wollte ich die alle zusammensammeln und dann bekämpfen. Es hat leider nicht geklappt, weil irgendwie hat mich dann irgendein Monster getroffen. Naja, so. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns doch erstmal die Kisten und alles, was hier so rumfliegt. Genau, dann haben wir das nämlich schon mal. Ach ja, ausrüsten wollte ich ja auch mal wieder. Ganz vergessen. Mache ich dann später. So, jetzt greifen wir den hier erstmal an. Welches Level? 32. Ja, komm. Wir haben 35 Vieh platt gemacht. Da habe ich doch keine Angst hier vor diesem Vieh. Juhu! Ich will auch. Oh Mann, ich kann meinen Angriff gar nicht machen. Doch, geht. Sehr schön. Jawohl! So, Moment. Okay. So, ich muss hier ein bisschen. Jawoll! Schön angreifen hier, Velvet. Sehr gut. So, die Hälfte ist schon mal rum. Und nochmal. Yeah! Sehr gut. Da guck, gleich kaputt. Wir machen das nochmal hier mit unserer riesigen Monsterkralle. Ja, das läuft. So, eben hier ein bisschen aufladen. Oh nein, jetzt hat der eins zurückgekriegt. Verdammt.
Gib es mir wieder. Gib es mir wieder. Ach, komm schon. Boah, der schützt sich aber auch die ganze Zeit, ne? Aber egal, der ist eh gleich platt. Dauert es halt jetzt ein bisschen länger, weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, sehr schön. Ich habe eins wieder. Ich habe eins wieder. Mach ihn platt. Yeah, Rukuro, du bist so cool. Aber wieder kein Level up, ne? Oder immer noch nicht. Hm. Dauert ganz schön, aber immerhin haben wir das Vieh geplättet. Yeah. Ach, ich bin sehr stolz auf uns. So, dann können wir ja jetzt zum Tempel marschieren. Immer noch. Und ich hoffe immer noch, dass der nicht so groß ist. Und dass der nicht so weitläufig ist. So wie das, so wie der allererste, was war denn das? Das war doch auch ein Tempel, ne? Natürlich. So wie der allererste Tempel, in dem wir rumgerannt sind, der war riesengroß. Also zumindest von außen. Das war ja mega groß. So. Schon wieder solche Tails-Münzen. Ich muss echt mal, weiß ich nicht, herausfinden, wofür die gut sein sollen. Aha. Da haben wir ein Ausrufezeichen. Was haben wir denn da? This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Okay. Ja, hier war doch noch irgendwo ein Vieh. Hier. Sehr schön. Nochmal ein gefährliches Treffen. Perfekt. Oh, wir machen sie alle auf einmal platt hier. Ja, wie geil. Das war doch mal richtig gut. Die hatten gar keine Chance. Ich meine, jetzt schon, weil sie sich wieder aufgeteilt haben und so. Aber davor, keine Chance. So, ich muss mal ein bisschen... Moment. Erstmal ein bisschen blocken hier. So. Und jetzt bist du dran. Er lebt immer noch. Ich fasse es nicht. Vorhin hat das besser geklappt, ne? Okay, jetzt geht's wieder. So, du, hör auf, dich zu schützen und stirb einfach. Hä, wo ist er denn? Lauf doch nicht weg. Blöder Vogel. Vor allem, lauf doch nicht weg, ja klar. Flieg doch nicht weg, wohl eher. So, Moment mal. Wo müssen wir eigentlich lang? Ich kann schon wieder entweder rechts oder links gehen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier raus. Und dann gucken wir mal. Ah. Oh. Oh Mann. Diese blöden Monster hier überall. Wie sie sich ständig schützen wollen hier.
Jawoll. Juhu. Mach sie alle platt, David. Oh nein. Wieso bin ich denn hier auf einmal gestunt? Das geht ja mal gar nicht. So, wir haben hier ganz viele Katz-Dinger. Und auch ganz viele Monster. Das ist echt furchtbar. Ja, stirb. Boah, ich mache so wenig Schaden irgendwie an ihr. Aber egal, die anderen helfen mir ja. Von daher passt das schon. Stirb. Sie stirbt nicht. Bäm. Mit der Schokolade auf dem Kopf. Na geht doch. Ich habe mich gerade echt schon gewundert, warum die nicht gestorben ist. Geht weg, ihr komischen Vogelviecher. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Meine Güte, ich glaube, Velvet ist gerade böse geworden. Oh ja, sie ist sehr böse geworden. Okay, alle kaputt. Juhu. So. Ja, ein Vogelvieh ist noch da. Aber das macht nichts. Wir haben hier auf jeden Fall jede Menge von diesen tollen Geister. Katzgeister, genau. Oh yeah, das war gut. Das ging auf alle drauf. Oh Mann, wieso habe ich denn auf einmal nur noch einen Punkt? Keiner weiß es. So. Da habe ich einen Punkt wiederbekommen. Und der ist auch platt. Sehr schön. Also wir sind schon nicht so schwach, ne? Wir sind schon eigentlich recht stark. Es ist eigentlich angenehm. Eine angenehme Stärke. So. Jetzt aber. Asmedüstingde, wie auch immer, Ohrring. Irgendein Ohrring halt. Ich sollte echt mal gucken bei der Ausrüstung. Das ist schon meisterhaft. Aber da habe ich auch irgendwie gerade nichts Besseres von den Werten her. Von den KP vielleicht, aber ich würde ganz gerne den Angriff, wenn schon, erhöhen. Aphrodite-Schärpe. Cassandra-Schärpe. Ist alles nicht so toll, ne? Hier, 366. Da, ein grellpinkes Shirt. Ziehen wir das an. Hauptsache, wir können den Angriff erhöhen. Angriff ist immer gut. So, hier anscheinend nicht. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir konnten schon mal etwas erhöhen. Oh, hier. Da. 412. Perfekt. Blutige Stiefel. Was gebe ich ihr denn da? Soll ich ihr da irgendwas anderes geben? Menüexpertin. Das macht auch nochmal den Angriff nach oben. Dann mache ich das doch. So, dann gucken wir mal hier. Ich glaube, bei ihm gehe ich auch auf Angriff, oder? Kurogane-Dolche. Ja, zieh doch an. So, was geben wir ihm hier? Ich glaube, da haben wir gar nicht so viel. Nee. Okay.
Haben wir hier was? Hier, Dornenweste. Okay, die Dornenweste ist super. Die kriegt er auf jeden Fall rein. Und die Schockwehr. So, dann habe ich ihn nämlich auch schon im Angriff ziemlich erhöht. Das ist doch schön. Warte, war da noch was? Nee. So, du kriegst auch hier noch was anderes rein. Ich weiß nur nicht, was genau. Ja, komm, kriegst du das. Immer das Letzte. So, bei unserem Kleinen muss ich ja eher auf Zauber gehen. Das heißt, da muss ich jetzt darauf achten, dass wir seine Zauber hochkriegen. Wobei, was ist denn Zauber? Ist jetzt das mit dem Hutzauber oder das mit dem... Nee, ich glaube, das mit dem Zauberstab da, das ist der Zauberangriff. Und das mit dem Hut ist wahrscheinlich die Zauberverteidigung. So, so wird es sein. Und ich möchte seinen Zauber hochkriegen. Das heißt, das Seidenpapier wäre schon mal nicht schlecht. Also nehme ich das Seidenpapier. Wir machen auf jeden Fall seinen Angriffswert beim Zaubern machen wir hoch. Da hätte er 351... 340, 356, 380. Ja, 380 ist super. Dann hier noch die Westen. Mal gucken. Haben wir denn hier irgendwas für ihn? Ich meine, ich kaufe und kaufe ja eigentlich immer, ne? Da könnten wir ihm das hier anziehen, aber das macht den... Angriffswert wieder so weit runter. Das finde ich nicht schön. Lassen wir es so, wie es ist. So, bei Ringe noch gucken. Hier, 409 und 300. Und dann auch noch KP. Das ist schon mal gut. Mal gucken, ob wir noch was anderes haben. Nö. Okay, so, Schuhe. Da 420 bei Kampfstiefeln. 415. Wobei das hier eigentlich auch nicht schlecht wäre. Dadurch kriegt er nochmal ein bisschen KP und mein Zauberangriffswert verändert sich dadurch nicht. Ich glaube, die gebe ich ihm mal. So, Kind der Wildnis. Ist ja furchtbar. Wieso geht das denn da runter? Das wollen wir nicht. Also lassen wir es so. So. Bei ihr muss ich natürlich auch auf Magie gehen. Denke ich mal. Sie zaubert ja auch viel. Da könnte ich ihr den verwitterten Wächter geben. Aber ich finde das so lustig, wenn sie mit der Schokolade angreift. Es ist halt einfach mega lustig. Ich glaube, ich lasse ihr die Schokolade. So, aber hier könnten wir noch gucken. Wobei, das wird echt nicht besser hier mit den Ohrringen. Ich glaube, das hier gebe ich immer noch. Ich weiß, jetzt ist der Angriffswert wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt muss ich da wieder ausgleichen. 279. Nochmal 279. Ja, dann eben... Die 279, die wir da gerade irgendwo hatten. Hier. So, Schockwehr. 304. 284. Ich glaube, da ist echt das hier am besten. So, Stiefelchen. Das ist ja schon mal was. Weiter gucken. 314. So. Und hier könnten wir auf 335. Herrin von Wasser und Feuer. Okay. Dann gebe ich ihr das.
So, perfekt, das muss jetzt erstmal reichen. Okay, dann laufen wir nämlich jetzt endlich mal weiter. Jetzt haben wir genug da rumgewurschelt im Ausrüstungsdings. Ich will noch die Katzgeister mitnehmen. Die Katzgeister. So, ich habe alle schön abgehängt. Ich hoffe, das hat jetzt auch was gebracht, so wie ich sie jetzt ausgerüstet habe. Ich habe jetzt natürlich wirklich geguckt, dass die wirklich mit Nahangriffen da immer drauf losgehen. Das ist ja vor allem hier unsere Velvet und unser Rukuro. Dass die halt auch eher die Kampfkraft erhöhen. Und dass die beiden, die halt immer mit Zaubern angreifen, dass die eher natürlich den Angriffskraft erhöht, Angriffskraft erhöht kriegen. So, jetzt habe ich's. Und ich denke, also ich finde, es fühlt sich gerade so an, als hätte es was gebracht. Naja, bin ja mal gespannt, was ihr dann dazu in die Kommentare schreibt. Ob ich da Murks gemacht habe oder ob das doch eine gute Idee war. So, noch mehr Katzgeister, aber das wird uns nicht allzu viel bringen, denn ich schätze mal, dass hier ja auch eine Katzkiste irgendwo versteckt sein wird. Nehme ich mal an. So, stirb. Sehr schön. So, und wenn ich dann mal wieder in der Stadt bin oder in einem Dorf, dann werde ich bei einem Händler auch mal wieder die ganzen Ausrüstungsgegenstände verbessern. Dann wird vielleicht der Magiewert oder der Angriffswert noch ein bisschen erhöht.